Stadion am Bad, dritte Runde des Sachsenpokals, SSV Markranstädt gegen den FC Eilenburg. Die Markranstädter, die wollten angreifen. Nach ihren überzeugenden Siegen in der ersten und zweiten Runde sollte nun vor heimischem Publikum Regionalligist Eilenburg bezwungen werden. 4:0 gegen die SG Rotation Leipzig und 7:0 gegen den SV Sachsenwerk Dresden. Die Eilenburger, die hatten sich da schon ein wenig schwerer getan. In der zweiten Runde musste das Team von Nico Knaube gegen den FCO Neugersdorf durchs Elfmeterschießen. Und auch so sollte nach dem schwierigen Saisonstart in der Regionalliga endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis her. Beide Mannschaften starteten stark und offensiv in die Partie. Markranstädt einigermaßen unbeeindruckt vom Klassenunterschied auf dem Papier. Offensiv nach vorne, Luis Freigang durch Vorarbeit von Hardlock in der 13. Spielminute. Langsam kamen dann auch die Eilenburger besser ins Spiel. Die Gastgeber pressten hoch und so mussten die Gäste auf kleinere Fehler in der Abwehr warten, wie in dieser Szene. Baumann läuft einfach durch. Baumann, Christian Winks im Tor hält das Unentschieden. Jetzt ein hoher Ball in die Spitze. Pass auf links. Hohe Seitenverlagerung auf die rechte Seite. Vogel an der Grundlinie. Pascal Sauer, Tor. 1:0 in der 28. Spielminute. Ob der Ball vorher schon im Aus war, das lässt sich abschließend nicht klären. Das Tor zählte auf jeden Fall. Und jetzt erhöhte Eilenburg hier auch die Schlagzahl und bei den Markranstädtern häuften sich die Fehler. Franke ein wenig zu passiv, Peter lässt sich austanzen und erneut ist es Pascal Sauer in der 38. Spielminute zum 2:0. Und mit dieser Führung ging es dann vor den 208 Zuschauern hier auch in die Halbzeit. Der Sachsenligist kam druckvoll in die zweite Halbzeit, wollte unbedingt den Anschlusstreffer und wurde so anfällig für Konter durch den Regionalligisten. Erneute Seitenverlagerung auf rechts, Sauer auf dem Weg nach vorne, immer noch Sauer und Christian Winks im Tor. Jetzt eine Ecke für Markranstädt. Erst einmal geklärt. Ball zu Böttger. Wieder ein roter dazwischen. Ball aber immer noch heiß. Peter, langer Ball ins Zentrum. Schulz mit den Fäusten und Hardlock. Raimison dos Santos kratzt den Ball von der Linie. Was eine Chance. Wir springen in die 72. Spielminute. Eine weitere Ecke für die Markranstädter. Erster Abwehrversuch und dann der Pfiff. Schiedsrichter Lars Albert hatte eine Hand gesehen. Elfmeter für die Gastgeber. Da half auch alles diskutieren nichts. Die Chance auf den Anschluss vom Punkt. Puroka sicher. 1:2 in der 73. Spielminute. Ab da gab es für die Jungs in Weiß und Schwarz dann kein Halten mehr. Sie wollten dieses 2:2 unbedingt erzielen. Langer Ball in die Spitze. Kopfballverlängerung. Puroka steht goldrichtig. 2:2 in der 86. Spielminute. Ganz Markranstädt stand Kopf. Nerven behalten, zurückgekommen. Verlängerung erzwungen. Mehr als verdient nach diesem Spiel des Sachsenligisten. In der Verlängerung dann wurde das Spiel noch kämpferischer und körperlich intensiver geführt. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten allerdings fast nur die Eilenburger. Die kamen auch zu ein oder anderen kleineren Torchance, konnten aber nichts Zählbares bei rausholen. In Halbzeit 2 merkte man dann beiden Teams die lange Spielzeit an. Beide wirkten, als wollten sie sich einfach nur ins Elfmeterschießen retten wollen. So sollte es sein. 120 Minuten, kein Sieger, Elfmeterschießen. Die Eilenburger, die hatten das ja schon einmal durch in dieser Sachsen-Pokalsaison. Markranstädt durfte anfangen. Fabian Franke, Innenverteidiger, durfte den Anfang machen.
Schulz ahnte die Ecke. Weiter ging's für Eilenburg mit Toni Majicak. Bislang kein Elfmetertor, kurze Verzögerung und dann abgeklärt in die rechte Ecke. Als nächster Markranstädter durfte Lukas Peter ran. Bisher erst ein Tor überhaupt geschossen. 1:1. Raimison dos Santos. Vorhin hat er noch den Ball von der Linie gekratzt. Langer Anlauf scheitert am Pfosten. Jetzt Thalinger. Der hat in der ersten Runde gegen Rotation Leipzig schon zweimal getroffen. Aber auch hier war Schulz zur Stelle. Jetzt Brandon Stermack. Bisher 6 Elfmeter-Tore, aber nicht mit Christian Wings. Für Marc Kranstedt durfte nun Marc Böttger, einer der erfahrenen Spieler und genauso erfahren und abgeklärt, machte er auch diesen Elfmeter. Adam Fiedler für Eilenburg ebenfalls gut. Wings ahnte zwar die Ecke, aber Fiedler abgeklärt. Jetzt Erik Heinke. Wow! Starkes Tor bringt hier die Eilenburger ordentlich unter Zugzwang mit dieser Führung. Dongmin Kim schon einmal in diesem Spiel an Christian Winks gescheitert und jetzt liegt die Verantwortung bei ihm, das Elfmeterschießen zu verlängern. Winks, Marc Kranstedt bezwingt Eilenburg mit 5:4 nach Elfmeterschießen und das Stadion am Bad, das steht Kopf. Also prinzipiell sind wir ja angetreten, um das Spiel zu gewinnen und so haben wir es auch begonnen. Wir haben uns, im Moment fühlen wir uns gut, haben einen guten Lauf und ja, Underdog, das ist im Fußball so. Das passiert immer wieder, dass auch mal ein Unterklassiger einen Höherklassiger rausschmeißt. Naja, schon bitter, klar. Wenn du 2-0 führst oder wir 2-0 führen, ist natürlich noch bitterer. Aber am Ende des Tages, so ist Fußball, so ist Pokal. Markranstädt hat alles reingehauen, was geht, haben das ordentlich gemacht, sind zurückgekommen und haben das dann am Ende durch das Elfmeterschießen gewonnen. Was ein Abend für die Markranstädter. Sie ziehen in die nächste Runde ein und dürfen auf einen weiteren Kracher hoffen.